Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem neuen 1.8 Server. Der Hale und ich, wir sind gerade im Keller am Arbeiten. Guten Tag, Hale. Hallo, Sandrik. Ja. Ja, du hast dir, als habe ich, willst du Diorit gerade noch an die Wand klatschen? Ja, du kannst, pass auf, wie wollen wir das denn machen mit den Kisten? Wenn wir hier eine hinstellen und da eine hier. Ach, du frei, meintest eben, Hale hat eben zu mir gesagt, wir können im Keller noch ein paar Kisten aufstellen. Genau. Ich dachte unten. Wir sind im Keller. Ja, ich dachte. Ach, ganz da unten in der Tiefsee. Ja. Nee, ich meinte eigentlich aber hier. Aber da können wir eigentlich auch eine Kiste können wir unten durch aufstellen. Ja, ja. Aber das war hier so mal einmal für Steine und eine für verschiedene Holzsorten. Und ich würde sagen, wir stellen hier eine hin. Da, genau. Und nebendran. Eins frei und dann schön auch die Jorinth hinten reinpacken. So. Ich habe noch drei. Ja, dann gehen wir doch erstmal an die Wandseite hier. So, jetzt habe ich noch eine Kiste. Sollen wir die mit runternehmen? Ja, das können wir machen. So. So, dann kann man nämlich sagen. In der letzten Folge, die ich dabei war, ich habe hier den Gang umgebaut. Jetzt ist hier auch Licht drin. Hier packe ich jetzt mal so alles, was mit Stein und Erde und Kies zu tun hat, rein. Was? Da war. Nee, da nicht. Und hier drüben mal alles, was mit Holz zu tun hat. Und hier nebendran die überflüssigen Werkzeuge. Eisen brauche ich, Stein auch. Schaufel nehmen wir mal mit. Stein. So, und das war die Kiste. Dann habe ich hier noch ein bisschen Eisen. Ja, dann nehmen wir doch das Eisen und machen uns gerade nochmal schnell eine Spitzhacke. Könntest du Steinspitzhacken mit runterbringen? Ja, kann ich. Hier sind auch noch Eisen sogar in der Kiste drin. Die sind kaputt. Ja, tatsächlich. Wo haben wir denn Stickies? Da sind noch ein paar Stickies und du würdest gerne noch Stein haben. Weil dann könnte ich meine Eisenspitzhacke erst nochmal ein bisschen scharf schonen. Ja, das mache ich ja auch. Ich habe jetzt drei Eisenspitzhacken, davon sind zwei auf Halde sozusagen. Oh, ich habe keine mehr. Hm. Doch, hier ist noch eine. So, und dann nehmen wir hier nochmal ein paar Steinspitzhacken mit, weil ich mache das auch so. Ich mache eigentlich alles mit diesen Steinspitzhacken. Ah, kannst du einen Crafting-Table mit runterbringen, dann können wir hier unten auch craften. Zu spät. Das machen wir bei der nächsten Runterkommen-Aktion. Man kann mit ganz vielen Werfern später das Material von hier unten automatisch hochbringen. Das kann man machen, ja. Das habe ich schon mal versucht. Das hat nicht funktioniert. Ich habe das doch bei mir funktioniert. Gebaut. Gibst du mir? Du musst... Gib. Ja. Der Unterschied ist, das eine ist... Also das ist wieder dieses mit Werfer und... Gib. Und das war falsch, was ich dir gerade gegeben habe. Ist das eine Stein? Stein. Die ist kaputt. Ja, das ist eine falsche gewesen. Soll ich die behalten? Ich kann die behalten, aber gib mir noch eine. Ja, ich habe zwei für dich. So. Ja, wo? So. Das eine war der Werfer und das andere war der Dropper oder so. Dispenser. Ja, ich komme da nie mit so richtig zu. Ich auch nicht. Mit dem einen funktioniert es und mit dem anderen funktioniert es nämlich nicht. Das ist immer so ein bisschen doof. Darauf wollte ich quasi hinaus. Machst du drei oder vier hoch, die Decke? Ich mach das drei hoch. Ah, ich habe jetzt hier drüben vier gemacht. Wir können auch vier hoch machen. Das ist ja, wir machen Strip Mining. Wenn ihr das noch nicht kennt, das ist also folgendermaßen. Ich kann das jetzt gerade mal erklären. Wir können jetzt, wenn wir in diesen Gang reingucken, die linke und rechte Seite gucken. Jetzt lassen wir zwei aus und graben uns hier wieder rein. Ja, ich zeige das mal mit, so während du erklärst. So, und... Also in dem Gang kann ich jetzt links und rechts gucken und in dem Gang kann ich wieder links und rechts gucken. So habe ich alles gesehen, was in den Wänden drin ist, genau. Ohne dass ich wirklich alles wegbauen muss. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. So ein Ärgernis. Hast du Fackeln dabei? 23 Stück. Ja, dann gehe ich nochmal schnell welche holen oben. Dann kann ich. Brauchst auch du nicht, wir brauchen ja nur Kohle. Ich gebe dir die Hälfte ab und wenn wir dann gleich Kohle gefunden haben. Haben wir nur noch keine Stickies, aber ja. Die sind in der Kiste. Ah, okay. Perfekt, Tamara.
Ja, es gibt da auch kein goldenes Rezept für, wann kommt eine Fackel. Eher so, ach, ich sehe nichts mehr, ich könnte mir wieder eine Fackel hängen. So mache ich das zumindest. Allerdings ist es so, je mehr ihr ausleuchtet, umso weniger Monster spawnen auch. Wie hoch sind wir denn hier? Ah, eins höher muss noch. So, ich habe jetzt oben Material vergessen. Ich weiß, das mache ich absichtlich, weil ich gerade die Steinspitzhacke in der Hand habe. Und ich grabe jetzt erstmal hier alle Materialien weg, die mit der Stein gehen. Und gleich machen wir dann zum Beispiel die Diamanten, an denen ich gerade vorbeigelaufen bin. So, und ich habe hier schöne Kohle. Weil ich weiß nämlich, dass verschiedene Leute, die zugucken, dann immer einen Anfall kriegen. Echt? Ist so? Ja, da war noch Diamant. Ah. Ich mache das übrigens immer so. Ich baue zuerst einen Gang, ein ganzes Stück in eine Richtung, ohne die Sachen links und rechts abzubauen. Und mache das in einem zweiten Schritt, wenn ich dann wieder zurücklaufe, dann hole ich mir die Materialien aus den Wänden. Einfach, um erstmal voranzukommen. Dann hat man erstmal den ganzen Schrott bei sich, dann kann man die ganzen Steine ablagern. Und wenn man dann nochmal zurückgeht, dann kann man so eine schöne Einsammeltour machen. Ja, und was ich hier gerade gemacht habe, sollte man gar nicht machen, das ist eigentlich eine ganz böse Sache. Ich habe mal wieder direkt unter mir Sachen weggeklopft. Ich lebe gerne das Risiko. Denn wenn Lava unten drunter ist, fällt man direkt rein Lava. Und hat keine Chance mehr zu entkommen. Deswegen sollte man sowas nicht machen. Also Kinder, nicht nachmachen. Das haben Stuntmänner für euch erledigt gerade. So. Oh, Lava. Ja, also ich muss schon sagen, mit den Eisenspitzhacken geht das halt echt schneller, aber also erstens verbrauche ich die Steinspitzhacken noch und zweitens haben wir einfach noch nicht die Anzahl an Eisen gefunden, um jetzt hier im großen Stile Spitzhacken verbraten zu können für Strip Mining. Wobei eisentechnisch sieht es bei mir jetzt gerade fundtechnisch sehr gut aus. Okay. Bei mir gar nicht. Dafür finde ich Redstone. So, was ich nicht finde, ist Kohle. Da habe ich einen ganz großen Flötz gerade gehabt. Ja, dann kannst du ja vielleicht mal zur Kiste zurückgehen und schon mal ein paar Fackeln craften. Ich wollte es auf dem Rückweg machen. Oh, jetzt habe ich auch Kohle. Denn ich bin hier gleich am Ende von meinem Strip angekommen. So, der Rückweg, da mache ich jetzt hier die vierte Ebene sozusagen, die vierte Dimension. Das ist natürlich jetzt hier doof. Wir haben gerade Lava freigelegt. Ja, schnell gleich einen Stein und zumachen. Das geht gerade nicht. Schlecht. Es hält sich aber auch und ich habe gerade hier wahnsinnige Frame-Einbrüche. Damit kann ich nicht... Oh, hier ist Eisen. Da muss man mitnehmen. Eisen baue ich jetzt aber auch nicht. So, jetzt versuchen wir mal einen Trick. Jetzt schlagen wir das hier weg und... Nein, das geht nicht. Ah, das habe ich mich selbst verarscht. Hast du das? Ja. Immer noch mit deiner Lava? Ja. Ich wollte die Lava eindämmen, aber es hat nicht geklappt. Ja, für sowas hatte ich eigentlich auch früher immer einen Eimer Wasser dabei. Ja. Denn wenn man doch mal irgendwie brennt, kann man auch schnell das Wasser hinkippen und sich selbst löschen. Wir machen einen kleinen anderen Trick. Wir graben uns jetzt einfach über die Lava, schauen uns an, wie viel Lava da ist und vielleicht kann man das... Oh, das ist ein ganzer Pool. Siehst du doch auch auf der Karte. Also ich sehe meinen Pool auf der Karte. Meine Karte ist schon wieder viel zu groß eingestellt. So, jetzt sehe ich das. So, jetzt bräuchten wir Kies. Kies. Wenn man Kies braucht, Kies dann... Kies ist oben in der Kiste im Keller. Wenn man Kies braucht, dann hat man keinen. Ja, das ist die perfekte Methode, um Lava loszuwerden. Kies verdrängt die Lava. Und das Schöne ist,
es rutscht runter bis auf den Grund der Lava. Und das haben wir schon auf unserem Buildcraft-Server benutzt, wenn wir in Steinbrüchen Lavaseen zugemacht haben. Denn ihr klickt das einfach an den Rand und es fällt so lange runter, bis es auf irgendwas Festes trifft. Genau, man kann natürlich auch Sand nehmen, das ist genauso. Aber ja, wir haben uns irgendwie auf Kies geeinigt. Ja, irgendwie sind wir auf Kies gekommen, weil wir Sand für... Also Kies benutzt man eigentlich für nichts anderes. Bist du oben? Nee, ich bin unten. Ich mache hier gerade Strip Mining in der Dunkelheit. Ja. Und Sand benutzen wir eigentlich immer dafür, um daraus Glas herzustellen. So, haben wir uns ja schon mal ein ganzes Stück durchgearbeitet. Da können wir hier schon mal Licht hinsetzen. Also für den Redstone haben wir hier schon mal eine ganze Menge eingesammelt. Und die letzte Fackel. Dann nehmen wir gerade noch hier unten die Kohle mit. Daraus machen wir dann neue Fackeln. Ja, wir haben halt kein Crafting. Ach, Crafting Tables brauchen wir ja gar nicht. Fackeln kann man ja auch ohne bauen. Gut, dann mache ich das jetzt auch schon mal. Ich habe gesehen, also ich möchte diese Mod eigentlich nicht installieren, aber für Leute, die das interessiert, es gibt eine Mod, mit der kann man wohl sein eigenes Feld vergrößern, dass man, ja, wie soll ich sagen... Hast ein Crafting Table bei dir. Sozusagen, genau. Aber ich finde, es ist ein bisschen blöd. So, ja, nö, macht keinen Sinn. Ah, das geht nicht. Also ich finde es schöner, wenn man diesen Crafting Table nicht bei sich hat. Denn wo hält man ihn denn sonst? Auf den Rücken geschnallt oder also? Da waren ja noch welche. Was denn? Ach, Steinspitzhacken. Ich hab auch jetzt ein paar Fackeln gebaut. Lava, 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 ganz blöd. Mensch. Wir sind hier in einem Redstone-Paradies gelandet. So, ich hab jetzt auch noch eine ganze Menge Redstones hier. Nein. Vergesst jetzt mal wieder. Redstone könnt ihr nicht mit Steinspitzhacken abbauen. Ja doch, aber es geht halt verloren. Ja. Das ist halt nicht effektiv. So, jetzt brauche ich natürlich wirklich Fackeln. Aber auf dem Rückweg könnte man das ja noch mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich habe Fackeln gebaut. Nein, es ist in die Lava gefallen. Das ist eine ärgerliche Angelegenheit. Ich habe hier voll die Frame-Anbrüche und es ist halt wirklich total unbegründet. Ja, finde ich auch, weil bei mir läuft es echt mal gut. Und das ist eher sonst andersrum, dass ich die Frame-Anbrüche habe. Oh, ich habe hier was Neues entdeckt. Lapislazuli. Das ist schon mal gut. Echt? Für was brauchen wir es? Blauer Farbstoff. Ich habe hier Diamanten entdeckt. Das ist schön. Blauer Farbstoff. Ganz für schön Railcraft viele. Hätte ich ja jetzt gesagt, okay, ich weiß, was wir blauen Farbstoff brauchen, aber... Hätte ich es auch fast mit Appetit also verwechselt. Also bei 1.8 ist es, glaube ich, auch so, dass wir zum Verzaubern Lapislazuli brauchen. Ah, okay. Das hatte, glaube ich, nämlich im normalen Minecraft noch keinerlei wörtliche Bedeutung, so wie das blöde, verrottete Fleisch. Ja. Und ich weiß nicht, ob verrottetes Fleisch in der Zwischenzeit bei 1.8 eine Bedeutung hat, aber Lapislazuli wird jetzt irgendwie zum Verzaubern benötigt. Und ich glaube, bei 1.8 ist die Häufigkeit von Redstone deutlich angehoben worden. Das könnte erklären, warum ich hier so viel finde. Was ich meiner Meinung nach aber albern finde. So, noch ein bisschen mehr Eisen. Also bei mir hat sich jetzt die Tour wirklich gelohnt. Ich glaube, wirklich viel Eisen hier gefunden. Mhm.
Weiß nicht, wie es bei dir gelaufen ist. Ich habe schon mal, ich habe jetzt 6 in diesem Strip und ich habe schon welches wieder reingelegt auch. So, ich habe 24 und 5 mal Gold und 9 mal Diamanten. 9 mal Diamanten ist wirklich gut. Ja. So, Fackeln. Soll ich mal welche bauen? Ich habe an fast 2 Stacks gebaut gehabt. Und 1 Stack habe ich in die Truhe gelegt. Ich habe eine Mine gefunden. Du hast eine Mine gefunden? Ja. Wo bist du? Im Norden? Ja. Also die ist noch ein bisschen weg, aber wie kann ich denn die Karte, wenn ich jetzt hier mit X kann ich die groß machen, aber wie kann ich die zoomen? Mit Z. Da bin ich. Ja, komischerweise auf der Karte sehe ich die Mine jetzt nicht. Wenn ich aber nicht auf der großen Karte bin, sondern auf der kleinen, dann sehe ich doch da hinten was. Oder ist das oberirdisch? Oder sind das alles Monsterköpfe? Siehst du das jetzt hier ganz im Norden? Wenn ich jetzt hier, wenn du jetzt zu mir kommst und du guckst jetzt auf der Karte nach... Ach, das sind Monsterköpfe. Aber wenn da so viele Monsterköpfe sind, muss doch da auch irgendwas sein. Ich glaube eher, da ist eine Schlucht. Da ist auf jeden Fall Licht. Das ist schon mal ganz klar zu erkennen. So, du hast hier schon viel mehr gestrippt wie ich. Ich bin auch bei meinem ersten Gang. Du bist hier schon bei Gang 4 oder so. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch länger. Ich bin ja auf Lava gestoßen. Das ist so meine natürliche Barriere gewesen. Ja, ich habe mich jetzt... Wo bin ich hier? Ich bin hier bei 110 und wenn ich jetzt den Gang mal entlang laufe... Also ich habe schon sehr, sehr weit gegraben. Wüsste ich dafür nicht so. So, Plan ist es, dass wir tatsächlich 500 Felder in eine Richtung graben und da dann einen Weg nach oben graben und einen, ja, so einen Beobachtungsposten uns besorgen. Jetzt habe ich immer noch wie heißt denn? Fackeln? Nee, kein Lava-Losch-Zeugs. Eimer, Kies. Halt, hier. So, jetzt haben wir eine ganze Kiesladung hier gefunden. Da bauen wir jetzt mal was von ab. Und dann... Können wir die Lava löschen. So, aber ihr könnt uns ja tatsächlich mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Schreibt uns in die Kommentare, welche Mods sich für 1.8 lohnen, denn wir sind noch Newbies in 1.8 und haben noch keine Ahnung von 1.8. Wir müssen erst noch alles rausfinden bei 1.8, da wir bisher überwiegend die 1.7er gespielt haben. Genau. Ja, also das, was wir kennen, ist die Modliste von minecraftforum.net. Genau, die und bin ich durchgegangen. Die ist auch ein bisschen unübersichtlich. Ja, aber das Einzige, was ich halt als interessante Mod, mal abgesehen von den Client-Mods, die sehr praktisch sind, gefunden habe, sind halt diese Roadblocks oder Roadbricks, wie wir sie nennen. Naja, ich habe eben für 1.7.10 noch was entdeckt und zwar, wo ist mein Ausgang? Ach, da... Und zwar habe ich gefunden Traffic Lights und zwar für die 1.7.10er. Ja, wobei ganz ehrlich, ich bin noch nicht so überzeugt, dass das funktioniert. Denn wir hatten schon mal für eine 1.7.10er was. Nein, drauf. Das war für 1.6.4. Echt? Ach, dann war es die Quelle nicht so seriös. Genau, denn ihr müsst immer aufpassen, wo ihr eure Mods runterladet. Was war das? Ich krieg hier ganz viele Monster angezeigt. Wirklich sau viele Monster. Ja, ich hier hinten auch. Ich will da mal in die Richtung gehen. Die müssen auch. Hier ist auch ein Monsterchen bei mir in der Nähe. Da kommt auch ein Creeper gerade die Treppe runter. Wo? Bei mir hier.
So, jetzt seht ihr es. Ich fülle hier das Ganze jetzt einfach mit Kies auf. Ja, und dann ist die Folge wieder vorbei. Ja. Das geht immer so schnell, Leute. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum machen sie nicht einfach längere Folgen? Das ist tatsächlich so, dass zum einen es sehr schwierig ist, so viele Folgen zu machen, wenn man halt ewig lange Folgen hat. Weil wir müssen ja auch irgendwie für euch jeden Tag eine Folge rausbringen. Und zum anderen ist auch so eine 20-Minuten-Folge eigentlich eine Folge, die wirklich ausreicht, finde ich. Ja, wenn es länger ist, wird es ermüdend oder langweilig. Und oh, Creeper, das habe ich da eben gesagt. Eigene Erfahrung zeigt, dass 20 Minuten immer eigentlich so von der Länge her angenehm ist noch. Ja. Und wie sagt der Papa des Minecrafts? Alles über 20 Minuten ist Luxus. Genau. So, ich habe meine Lava gelöscht. Das ist schön. Ich habe jetzt hier auch Lava, die ich gerne löschen würde. Ich hätte noch ein paar Kiesis. Okay. Aber ich würde sagen, das ist was für die nächste Folge. Bis dahin, macht es gut. Wir sehen uns. Tschüss.